Okay, vielleicht versuche ich hier noch mal. Gab es da nicht noch ein Schockett versteckt, wo wir hin konnten? Okay, der heilt uns wieder. Brauchen wir nicht. Südlich von dir ein Eingang zum Höhlen dieser Insel. Suchst du Höhlen nicht auf die Höhe? Okay, da können wir. Okay. Vielleicht geht's da dann weiter. Okay, nicht auf eine höhere Ebene. Untere Ebene, der Ausgang. Okay. Machen wir das mal. Hier ein paar wilde Pokémon verscheuchen. Gutes Zubat in der Höhle. Ja, ist sehr selten. Glaube, da kam wir her, oder? Hier müssen wir hin. Halt durch die Höhle nochmal durch. Ich glaube, ich schneide euch das auch mal, weil die Höhle ist ja wahnsinnig langweilig. Bis ich den Ausgang hier gefunden habe. Ja. Ausgangssucherei. Oh, da ist er vielleicht schon. Ausgang. Mal schauen. Erstmal noch ein paar wilde Pokémon. Sieht richtig aus. Nicht das Hauptquartier. Okay, marschieren wir mal hier rein. Mal schauen, ob wir hier noch was können. Vielleicht die Tür irgendwo uns herum. Ich meine, das Haupt in die Fabrik können wir nicht mehr rein. Okay, hier nicht. Den haben wir schon besiegt. Den Typen hier. Ich habe auch schon besiegt. Oh, die Tür, die haben wir noch nicht geöffnet. Wäre vielleicht eine Lösung gewesen, den mal durchzugehen. Und wo? Ah, haben wir die Tür geöffnet. Hier müsste wieder ein Pokémon-Kampf stattfinden. Ja, sehr gut. Und hier geht es natürlich weiter. Ja, wenn wir Kämpfe und da geht es dann. Wahrscheinlich noch das Zerren und dann können wir zurückgehen und dann den Busch zerschneiden. Einfach knarre auf dem Wasser-Pokémon sehr effektiv. Und jeder macht es nicht besser. So, Stärke. Sehr schön. Stärke ist noch immer effektiv. Best Level. Stärke ist immer stark. So muss das. Wasser-Pokémon zumindest. Ach, ein Tiroke drüber, den kriegen wir nicht. So gut wie erledigt. Keine Schwierigkeit. Sorry, Team Shortcut. Naja. Bisschen Schwierigkeit. Den Finger krumm machen muss er schon. Der Schigi aber. Der Schlock. Der Herzheilung. Nichts, was uns sonderlich auffällt. Kritik. So, was hast du hier noch? Oha. Tode, ja, war aber schwach. Machen wir es mit Stärke. Keine Schwäche zeigen, Stärke ansetzen.
da haben wir es. Sehr gut. Alarm. Was hast du jetzt davon? Na toll, er hat den Alarm ausgelöst. Alarm. Jetzt müssen wir schnell weiter hier. Können wir hier was kaputt machen? Ja, aber wir können da weiter. Wir wollen mal da oben weiter. Bin ich sicher. Mit einem Item. Das können wir gebrauchen. Sonderbonbon. Oh, hier kamen wir her. Ich habe den Rückweg geöffnet. Okay, wir müssen also da oben weiter. Dachte ich mir schon. Steht nämlich eine Rüte. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brot bleibt Brot. Ah ja. Der Zungenbrecher-Rüpel. Schön schräg zurück. Sachen gibt's. Das glaube ich, haben wir ein Item. Tränke oder so. Nö. Ja gut. Das ist schlecht. Bin aber denn hier noch so alle unterlevelt. Bisschen am Arsch. Was ist denn mit dem Rotom los hier? Wir können nichts einsetzen. Taubsi. Keine Wirkung. Was zum Fick? Okay. Nichts bisschen Schaden. Wenn man da Level 5. Ja, viel Glück. Wir sind am Arsch. Jetzt sind wir hier wieder. Ach, scheiße. Na toll. Den Weg hier noch mal durch die was zum ich will es gar nicht wissen. Da vielleicht nicht schlecht. Ein Rotom. Wie besiegt man einen Rotom? Kung Fu Strahl verwirrt in der Zeug. Ah, so vielleicht. Oh, das ist sogar sehr effektiv. Ich hätte vielleicht mal Wasserattacken statt Normalattacken, was man als Gesteinsattacken einsetzen sollen. Schon geht's besser. Oha. Automaten Sixpack. Nur dann. Two-Pack. Was zum Henker? Komm, setz doch mal ein. Ich habe keine Tränke. Diese Verwirrung. Ein Schluck ist irgendwie meine einzige Hoffnung hier im Kampf. Ein rasender Rotom. Hier haben wir doch alles weggespült. Okay, drei haben wir schon. Ein Item wäre nicht schlecht. Ein Reiskocher. Wir sind gleich am Arsch. Wie viel hat der denn noch? Eine Waschmaschine.
Let's go, Tom. Verschiedene Haushaltsgeräte jetzt hier. Windstoß vielleicht. Das ist halt scheiße. Wir hatten es schon fast. Donnerchop vielleicht. Na toll, Schneepik, das war wird. Ach du Kacke. Wir sind wieder geliefert. Okay. Das Level für Zwillicht. Wie viel hat der noch? Das kriegen wir noch niemals hin. Ventilator. Ja, so viel dazu. Stunden später. Es sucht durch ein Zimmer, meine Fresse. Für die. Let's go. Na gut, die sind 325.000. Okay, das bringt nicht mehr als Surfer. Jetzt haben wir die Verwirrung am Backe. Okay, wird schon besiegt. Verdammt. Eine Selbstverletzung durch Verwirrung, das ist halt daneben, das ist gut. Okay, zwei haben wir. Der Rasenmäher-Rotom. Verdammt, das ist Pflanze. Warum können die Pflanzenattacken und Elektro- und Feuerattacken? Das ist doch scheiße. Aquarelle. Stärke 40. Okay, Aquaknarre vergessen. Bin schon im roten Bereich. Nein, durchhalten. Surfer ist wirklich eine sehr gute Attacke. Okay, wie weit sind wir jetzt schon? Da sind wir. Oh, daneben, sehr schön. Nächstes habe ich den ersten Angriff. Das ist sehr praktisch. Okay, weiter kämpfen. Okay, er ist dran und ich bin noch dran. Surfer. Sehr gut. Und besiegt. Nice. Das war nur noch das eine, was wir hätten. Okay, Heilung wäre ganz toll. Hypertank. Ja, sehr schön. Gleich mal einsetzen. Sehr wichtig. Und die Zielweite. Und das ist der nächste. Kurz mal speichern. Speichern ist wichtig. Auch mal doppelt. Das tut in den Augen weh. Das rote Alarmlicht. Ah, okay. Dann schalt's doch ab. Oha, Aquarelle ist effektiv. Sehr effektiv. Auf Radratz zumindest. Den haben wir im Nu. Ein Kinderspiel. Wenn der nur Radratz hat, hat vor allem. Die wird getroffen. Oh nein.
Der hat wirklich nur Radfratz. Ja gut. Radikal. Oh mein Gott. Was denn radikal? Ich hab Angst. Und besiegt. Und weiter geht's. Du musst das Zerr zurück. Vielleicht auch das E vom Professor Eich. Welcher? Ein Hypertrank. Den kann ich gebrauchen. Und wo sind wir jetzt hier? Geht's hier weiter? Pokémon heilen, sehr schön. Da geht's nicht mit. Mir die Tür aufmachen. Wir scheinen hier rechts zu sein. Okay, die Tür ist offen. Aus, als hätten wir den Grund für den Alarm gefunden. So sieht's aus. Wird Zeit, dass wir endlich, dass das nicht jemand ausschaltet. Im Lärm hier kann man gar nicht schlafen. Was schläfst du denn hier auf Arbeit? Oha. Ich hoffe, meine Wasserattacken bringen es. Okay, ist Nego besiegt. Einen Trank habe ich dabei. Ach du Scheiße. Ich bin am Arsch. Stärke. Ah, Stärke bringt's. Immerhin. Captain besiegt. Wundervoll. Robomauzi. Die Roboter müsste doch Surfer helfen. Ich hab keine Heilalte mehr, also. Nein! Wenn das nicht ihr letztes Pokémon ist, dann wird's hier knifflig. Topsy. Hochzugieb. Das kann ich auch. Oder auch nicht. Ja, Schneepika. Donnerschock. Das war klar. Zwölllicht. Wir müssen auch mal wiederkommen. Oha. Na, das dauert ewig. Stunden später. Oder auch nicht. Ich komme wieder. Sehr bald. Ach, hier sind wir. Sehr schön. Schöne Abkürzung. Nicht, dass wir den ganzen Weg laufen müssten. Das wäre blöd. Ah, hier. Direkt am Kampf. Na dann. Das Item haben wir jetzt verloren, das ist halt natürlich blöd. Aquavelle. Surfer. Das Nego, der bringt halt schon ganz schön viel. Sieht halt schon ziemlich viel ab. Stärker. Setzen nur Kreiderschrei ein am Anfang. Die Kampfmusik ist ein bisschen unepisch. Für das, was wir hier gerade haben. Okay, ist
da schon Robomozzi? Ja, ist schon Robomozzi. Dann versuche ich es mal mit Surfer. Das bringt viel. Wenn ich nochmal darf. Nice. Okay, wie viel hat der noch? Verdammt. Das ist natürlich scheiße. Level 25 Fragezeichen. Was zum Henker? Kommt bestimmt mit Surfer auch irgendwie besiegen. Scheint ja mal ein Wasser-Pokémon zu sein. Kriegen ja mal nichts. Okay. Wir brauchen also noch einen dritten Versuch. Den Wasser und Blitz. Schwierig. Ich sollte vielleicht mal Stärke probieren. Das kann eigentlich dieses Fahrzeichen Pokémon nicht. Wir sind zu unterlevelt. Okay. Das ist halt mies, weil das, je nachdem wie viel Schaden wir hier schon kriegen, ist du geliefert, das jetzt können wir es vergessen. Dann ohne Heil-Items. Uff. Mit irgendwie ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück verbunden. Wenn er dann gleich mit Robomauts nochmal geschlagen werden, ist halt. Uff. So wird das nichts. Kann man nicht gleich aufgeben? Ich meine, das würde das Ganze ein bisschen erleichtern hier. So in dem Kampf nicht fliegen können, das ist auch so eine Sache. Ich weiß ja nicht. Mal sagen kann, ich gebe auf. Ich sehe mal, dass mein Rest des Pokémon-Teams bringt es nicht. Lass uns einfach sagen, lass uns sagen, unentschieden. Ich hau hier ab. Versuch's nochmal. Nach stattdessen muss man alle hier nochmal kämpfen lassen. Wenn man zum Beispiel mit einem einen Team Pokémon kämpft, wie ich zum Beispiel, das hier das einzige starke Pokémon im Team ist halt hier. Das schluckt, dann tja, wäre schon effektiv, man halt irgendwann sagen könnte. Nö. Wie im echten Leben, man merkt, das ist nicht Mensch. Das kommt hier nicht mehr weiter. Ich wollte gerade sagen, zögerst es noch hinaus. Okay, ich habe eine Idee. Nutzen wir einfach mal die 15 Sonderbomben, die wir haben. Für Schillock. Ich meine, für alle anderen Bomben, was wollen wir eigentlich versuchen? Wir könnten Taubsi auf Level. Ja, nee, das bringt aber nichts. Nassschweif. Okay, das ist nicht schlecht. Aquaknarre. Sonderbonbon. Wir leveln mal
leveln unser stärkstes Pokémon. Schädelwumme, das ist nicht schlecht. Kann den Turbo-Dreher Schluck entwickelt sich nice. Ein Totok. Eine gute Zeit. Glückwunsch, dein Schluck wurde zu Totok. Totok Level 37. 38. 39. 40. So kriegen wir den Kampf dann doch noch hin. Wir sind auf einmal irgendwo overlevelt. Totok Level 45, das war es. Und zwei neue Attacken. Einmal speichern. Oder zweimal speichern. Das ist mir auch recht. So, na dann. Friss Wasser. Friss mein Turbostrahl, den ich noch nicht kann.